Guten Abend aus dem Dorf. Ich hatte leider kein Shiny-Glück in den letzten Tagen, was natürlich auch verständlich ist bei den so extrem vielen Spawns hier im Dorf. Jedenfalls dachte ich mir, ich melde mich trotzdem mal, denn es ist doch was Interessantes passiert hier. Ich zeig's euch direkt mal. Ich habe hier ein, auf Deutsch, Nocturne, glaube ich. Und dieses Nocturne hier ist auf Deutsch ein Krypto-Pokémon, im Englischen würde man sagen ein Shadow-Pokémon. Und dieses Nocturne habe ich gefangen eben vorhin, vor ein paar Minuten, am 23. November. Und es freut sich, denn es wird sogenannt erlöst, glaube ich, sagt man auf Deutsch, im Englischen purified. Und es wird nämlich deswegen erlöst, weil es momentan ein 98er, glaube ich, sein müsste. Also Attacke ist auf 13 von 15 und Verteidigung und HP auf 15 von 15. Bedeutet, momentan hat er leider nicht 100% IV, also individuelle Werte, sondern nur 98, weil ihm zwei Wertpunkte fehlen in der Attacke. Aber das Coole an diesem Purifying oder an diesem Erlösen ist, dass die dann normalerweise in jeder der drei Eigenschaften, die wir gerade gesehen haben, zwei Wertpunkte dazu bekommen. Und ich habe hier auch noch, wie man gerade gesehen hat, diese Aufgabe zu machen, dass ich Pokémon erlösen muss. Ich finde, es schaut auch echt ziemlich cool aus, diese Animation, die wir gerade gesehen haben. Und statt diesem Krypto, diesem lilanen Flammen oder was das sind, haben die Pokémon, wenn sie erlöst sind oder purified sind, so eine weiße Aura. Und jetzt sollte es so sein, dass wenn ich das wieder bewerte, das Gerät, es kein 98er, sondern ein 100er sein sollte. Ja. Genau das wollte ich euch mal zeigen, dass es zwar kein Shiny-Glück momentan im Dorf gibt, aber dafür so ein tolles 100er-Glück. Wunderbar. Ich schneide wahrscheinlich noch ein, zwei ältere Sachen hier dran, die ich aber doch zeigenswert finde. Wenn ihr wollt, bleibt ihr noch dran. Ansonsten, ja, wenn ihr euch nur für so aktuelle Sachen interessiert, aus dem Dorfspielerleben, dann könnt ihr gerne abdrehen. Macht's es gut! Ich bin anscheinend gut, zumindest wenn es nach ihr geht, nach dem Team Rocket-Rüpel. Geil. Schönes Relaxo. Ich versuche es schon meistens erstmal mit einer Sanana, auch wenn Relaxo doch ein bisschen widerspenstiger ist als viele andere Krypto-Pokémon. Ich warte natürlich die Attacke ab. Versucht dann möglichst eben einfach fabelhaft auf Deutsch zu treffen. In dem Fall auf Englisch zeigt es excellent. Genial. Beim ersten Ball im Ball geblieben. Schön. Gucken wir es uns noch ganz kurz an. 12 Bonbons finde ich halt schon eben mega für Relaxer. Und auch hier diese dunklen oder lilanen Flammen. Schaut schon gut aus. Schauen wir es uns noch kurz an. Oh, schnell wieder weg. Ah, ja.